So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zur neuen One Piece Folge, zur aktuellen One Piece Folge 645. In dieser Folge ging es mal wieder ganz schön rund. Es sieht jetzt sehr gefährlich aus für Ruffy, aber da kommen wir erst am Ende zu. Am Anfang hat man mal wieder Zorro gesehen, wie er halt durch die Stadt geirrt ist, weil er ja null Orientierungssinn hat, wie wir alle wissen. Und er ist sage und schreibe 31 Mal Treppen hoch und runter gerannt. Also wo er dann unten war, ist er gleich wieder hochgerannt. Das 31 Mal und er hat sich, glaube ich, immer so 22 Mal verlaufen. Also wir wissen, Zorros Orientierungssinn ist für den Arsch. Auf jeden Fall. Also falls ihr mal mit Zorro unterwegs seid, nehmt am besten Navi mit. Also das hat die kleine Fee aufgeregt. Und dann hat die den echt mitten in der Stadt, ne? Mitten, wo halt die ganzen Menschen anderen, wo die ganzen anderen Leute standen. So, das wollte ich sagen. Hat die den halt einfach mal eine geknallt. So, und da die anderen die Fee nicht gesehen haben, haben sie sich erstmal gewundert, hä, was ist denn mit dem? Der ist in die Luft gesprungen und ist umgefallen. What the fuck? Wir gehen mal lieber hier weg, ne? Der erscheint mir ein bisschen komisch. Würde ich aber auch so machen, würde ich auch so reagieren. Wenn da auch immer so ein Typ in die Luft springt und dann auf immer umfällt. Sieht, denke ich mal, schon ein bisschen creepy aus. Aber auf jeden Fall hat die dann auf Zorros Brustkorb eingeschlagen und ja, fast sogar ein paar Knochen gebrochen. Also, wenn so eine kleine Fee ausrastet, dann kann die echt schon Berge versetzen, sag ich mal. So, ne? Also, wortwörtlich. Auf jeden Fall hat Zorro sie dann so in so, ein kleines Beet so ringeschmissen, weil sie gesagt hat: Oh ja, lass mich doch in Ruhe und so. Und Zorro hat es halt aufgeregt, aber die ganze Zeit gemängelt hat. So von wegen, ja, du verlaufst dich doch eh wieder nach 2 Minuten und so. Und das fand ich echt ganz schön traurig, muss ich sagen, weil da kam halt auch so eine traurige Musik und so. Die kleine Fee hat angefangen zu weinen und oh, ganz sentimental und so. Und man weiß, also wenn die bei One Piece auf sentimental machen, dann machen die auch auf sentimental, ja. Also da holen die dann alles raus. Meistens zumindest. Und ich muss echt sagen, ich habe wirklich echt gedacht, Zorro haut ab. Der ist ja dann noch erstmal abgehauen. Und dann habe ich echt gesagt, da habe ich hier gesessen und habe echt gesagt, boah, Zorro. Da, so, das hätte ich echt nicht von dir gedacht, du bist, damit du echt so eiskalt bist, ne? Also, krass, habe ich mir dann was gedacht. Aber dann, 10 Minuten später, so circa, also jetzt nicht wirklich 10 Minuten später in der Folge, sondern so gefühlte 10 Minuten im Anime da halt dann drin. Er kam Zorro dann wieder da an und hat sich halt verlaufen. Seems legit. Aber auf jeden Fall, der hat die Fee dann Zorro nochmal lieb gebittet und dann hat er halt gesagt: Naja, gut, komm, bin ich mal nicht so. Und da wollte er gerade losrennen, ist er schon wieder in die falsche Richtung gerannt. Ach Mensch, der Zorro und sein Orientierungssinn. Better Love Story, der Twilight, wie man so schön sagt, ne? Auf jeden Fall, ging es auch noch bei dem Dreierkampf ganz schön ab, also halt Law, Doflamingo und dieser Marine-Typi, die haben weiter gekämpft, dann ist Law abgehauen, weil Doflamingo ihn angegriffen hat, hat ihn sogar getroffen einmal im Gesicht, hat er so eine kleine, naja, Wunde, sag ich mal dazu, so einen kleinen Streifschuss hat er abbekommen. Und dann hat Doflamingo ihn durch den Wald verfolgt, er will halt anscheinend Zeit rausholen, aber der Flamingo blickt das, ja, der blickt das, der durchblickt das und will ihn jetzt natürlich nicht entkommen lassen. Ich habe mir dann bloß so gedacht, wäre jetzt die Strohbande da, dann könnten sie es vielleicht schaffen, ne, weil zusammen, kann ich mir schon vorstellen, jetzt nach den 2 Jahren, ja, das könnten die schon schaffen, denke ich mal, doch, also wenn die da wirklich alle mit voller Power kämpfen, dann können die es, denke ich mal, schon schaffen, gerade Ruffy mit seiner Elefanto Gun kann er, denke ich mal, doch schon ein bisschen was mehr ausrichten, ne, als wie vor 2-3 Jahren. Aber auf jeden Fall war da nicht viel zu sehen dann noch, was ich aber auch nicht so schlimm fand, da es ja dann in der restlichen Folge im Kolosseum weiterging. Im letzten Part, oder was heißt im letzten Part, in der letzten Folge, hat Ruffy ja den Riesen da ausgeschaltet, also völliger Knockout mit einem Schlag. Und die Menge hat natürlich erstmal gejubelt und gestaunt, ne, what? Ist doch bloß so ein kleiner Typ und so. Hätte er irgendwie nicht mal hier so 44er Bizeps und so. Und haut ihn da trotzdem von den Latschen. Dann kam halt noch so ein anderer Typ. So ein Boxer.
der Sau irgendwie die komischen Schultern hat. Und der hat den dann halt so weggebombt aus dem Kolosseum, bist du richtig in die Zuschauermenge, ist er so raufgeflogen, so batsch, knallhart, ne? Hat's erstmal gerumst, wie wenn ich mein. Nein, das sage ich jetzt nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ist dann halt ins Wasser gefallen und ich denke mal, da haben die Fische erstmal ordentlich was zu knabbern, ne? In so einem Riesen. Ich staune sowieso, damit das ganze Stadion nicht überschwemmt wurde, weil, ja. Müsste eigentlich so sein, ne? Also, naja, Anime sind ja nicht immer so realistisch, ne? Pokémon. Egal. Auf jeden Fall hat Ruffy dann, was ich auch wieder sehr sentimental fand, haben sie wieder auf die sentimentale Drüse gedrückt. Da hat Ruffy dann sich bedankt nochmal bei dem Bullen, hat ihn dann so im Gesicht dann so gestreichelt, so wie wenn man jetzt halt so einen Hund streichelt, so im Gesicht, so. Und er hat halt gesagt nochmal, danke, damit du mit mir gekämpft hast. Dann hat er ihn wirklich zum Rand getragen. Und da sind die dann alle natürlich erstmal, haben so alle Platz gemacht, ne? Wo auch wieder vorbeikam, haben sie erstmal alle, ja, alle erstmal vorbeigegangen, Platz gemacht halt, ne? Und das fand ich einfach auch so schön, ey, ohne Scheiß. Also, oh nee. Ich feier das einfach so extrem, ne? Wenn Ruffy da denn immer so für seine Freunde da ist, ne? Also, das muss man Ruffy lassen. Also, für seine Freunde ist er wirklich immer da, ja? Auch wenn er manchmal ein bisschen idiotisch ist und ein bisschen kindisch und so. Und sowas in der Art. Aber für seine Freunde ist er wirklich immer da. Also, der hat wirklich schon ein Herz am rechten Fleck. Das muss man Ruffy echt lassen, also ohne Scheiß. Wenn Freunde ihn brauchen, dann ist er wirklich da. Und wenn ich sage, er ist da, dann ist er da. Also, dann ist er richtig da, ne? Also, ohne Kack. Ruffy kann man immer erzählen. Das ist schon mal sicher. Das finde ich einfach mal so schön. Genauso wie bei der Szene, wo Okta angeschossen wurde, war halt auch gleich für ihn da und so, hat gleich den Bastard da eine geknallt. Also, ja, so kann man halt Ruffy, ne? Immer für seine Freunde da. Und ja, viel mehr ist er dann nicht passiert. Der Typ, der den Riesen rausgeboxt hat, der hat dann auch angefangen mit Ruffy zu kämpfen. Und dann ist sein Helm weggeflogen. Oh, das war gar nicht gut, sein Helm ist weggeflogen. Und der wollte ihn gerade aufheben, aber dann, ach nee, Quatsch, eins ist da noch passiert, der Opa, der Riesen-Opa da, der Ruffy töten will, um sich halt an Gab zu rächen, hat Königshaki benutzt, um einige schwache Kämpfer, also so normale Krieger, halt so auszuschalten. Auszuschalten, meinte ich. Mensch, Deutsch ist nicht ganz so leicht heute, ne? Merkt man schon wieder. Aber auf jeden Fall hat er halt das Königshaki benutzt und einige sind da umgefallen, aber da kam schon so ein Bandit daher und der hat dann einfach so mühelig so die Waffen einfach so aufgehoben, ja, komm hier mal vorbei, hebt die Waffen auf, mäßig und ja, der ist auch einer der Favoriten, der hat's auch ordentlich drauf, der hat dann so ein Typ einfach so, also er hat dann so ein paar Schwerter so geworfen, so als Wurfgeschosse und dann war der Typ eigentlich schon ausgeschaltet. Und der Typ, der die Waffen aufgesammelt hat, dieser Bandit, Mann, was ist denn jetzt los mit mir? Der hat dann halt Ruffys Helm aufgehoben und Ruffy hat dann gleich gesagt, oh ja, komm mal her und so. Dann hat der Typ halt erzählt, ja, ich habe so eine Geschichte gehört von so einem Typ mit so einem Strohhut, der über 400 Millionen Berry wert ist und so. Und ja, dann kam auch der Opa an. Wieder voller Wut, ich will Gabs Enkel töten, Gabs, schau zu, ich töte jetzt den Enkel und so. Mäßig kam er dann halt auch angerannt wieder, voller Wut. Und ja, jetzt hat Ruffy natürlich sich sein Cape genommen und hat sich das so umgebunden, so über den Kopf, damit man nicht sieht, wer ist, ne. Jetzt ist er natürlich in der Enge, ne, er hat jetzt vielleicht sogar drei Gegner gleichzeitig, ne, den Opa, den Bandit und diesen Boxer, also, ich weiß nicht, ey, das wird doch noch ganz schön eng, denke ich mal, für Ruffy, aber der schafft das. Und wenn nicht er, wer dann, ne? So, alles in allem war das die Folge. Und mir hat sie irgendwie recht gut gefallen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Mit der Review diese Woche. Freut euch auf die neue Folge. Ich freue mich auch auf die neue Folge. Schaltet bei anderen Videos auf meinem Kanal gerne ein. Support ist auch gern gesehen. Danke schon mal an der Stelle und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal The Amazing End. Bis dann, Leute. Ciao.